Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier im Live. Hört mich jemand? Einen Moment. So, ich glaube, nun hört man nicht besser. Starting 5 bei der Team, einmal von Bayreuth, Nummer 11 Jonas Riesner, 17 Christoph Jungbauer, ehemaliger Baunacher Spieler, 12 Philipp Christoph Johannes, 8 Lukas Raphael Edler, 10 Dilhan Nathanael Durant. Von DOK Starting 5, Bayreuth hat den Jump gewonnen. Und das Rebound-Duell auch gewonnen. Naja, Starting 5, Bamberg, Christopher Neudecker gerade am Ball. Des Weiteren Christoph Schuber, Christian Raum, der nun einen Foul gezogen hat, und Grinnen. 2-2. Und Norbert Ridley, wen haben wir vergessen? Keine Ahnung. Wen wir vergessen haben, einen auf jeden Fall. Kleiner Bildfehler. Der war auch drin. Damit geht die DOK das erste Mal in Führung. Die Nummer 6 haben wir vergessen. Sebastian Doblinger. Mit der Nummer 11 nun Johannes Riesner am Ball. Verwirft aber Rebound 17. Sicher verwandelt von Christoph Jungbauer, er kennt die Halle ja, ehemaliger Baunachspieler, hier oft gespielt. Und Foul gegen die DOK Nummer 6. Doblinger Sebastian. Gibt Einwurf für Bayreuth unterm eigenen Korb. Wenn der Livestream irgendwo daheim nicht geht, einfach eine E-Mail-Nachricht. Oh, gegen den Ring gelegt, aber Foul von Christoph Stuber, Nummer 7. Wahrscheinlich das erste Foul von ihm. Leider versagt das Kampfgericht mit Andy Fischer, die es nicht hinbekommen, die Foulanzeige an der Tafel zu machen. Deswegen schauen wir mal, was der Freiwerfer Christoph Jungbauer macht. 61,9%. Wirft er pro Spiel aktuell bei 50%, steigerungsfähig. Leider verworfen durch die Nummer 7, Christoph Stuber, Nummer 11, Johannes Riesner im Vorwärtsgang. Dilhan Nathanael Durant versucht das Spiel oben zu leiten mit der Nummer 10. Ein Greier durch Philipp Christoph Johannes, eigentlich nur 28,6%iger Greierwerfer. Oh. Neudecker mit einem Mitteldistanzwurf erfolgreich, bedeutet DOK führt nicht. 5-8 steht es nämlich. Oh. Benne Meixner ist in die Halle gekommen, nur leider hat er keinen Bock zu kommentieren. Warum auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er keinen Bock. Schauen wir mal, was Ridley macht. Mit Foul. Hervorragend. Norbert Ridley, 9,1 Punkte pro Spiel im Durchschnitt. Mit der Nummer 9 kommt noch Lars Adams rein. Adams, 5,2 Punkte pro Spiel. Aber nun schauen wir erstmal, ob Ridley
trifft oder nicht. Hervorragend getroffen. 8-8. Spannendes Spiel. Jungbauer mit dem Ball auf die Nummer 8, der für Grey wirft und leicht daneben. Nummer 8 war Lukas Raphael Edler. Wieder Lukas Raphael Edler am Ball, der Pass auf die Nummer 11, Johannes Riesener. Ah, schlechter Pass, aber der Christoph Jungbauer mit dem Offensiv-Rebound und damit geht der Regionalligist wieder in Führung, glaube ich auf jeden Fall. Jo. Noch 6 Minuten im ersten Viertel und die Kamera geht wieder aus. Punkte durch Christoph Stuber mit dem Ausgleich. Wen haben wir nun am Ball? Wieder ein Ball auf Jungbauer, der einfach überlegend ist, ist mit der Führung für Bayreuth. Neudecker. Daneben aber offensiv Rebound durch Raum, der auf Adams passt. Ritzli daneben. Foul gegen Raum. Und Ritzli geht raus und Pedro kommt. Pedro 50% Freiwürfe und 2,7 Punkte pro Spiel. Und gibt es wieder leichte Probleme mit dem Kampfgericht? Andy Fischer kontrolliert das. Bayreuther Trainer übrigens Derek Taylor. Raum am Apparat. Der DBBL-Kommentator war das gerade. Wir haben wieder leichte Probleme am Kampfgericht. Vielleicht zoomen wir einfach mal hin. Andy Fischer. Einfach ein unfähiges Kampfgericht, vor allem der Rechte. Ohne Worte. Aber ich glaube, es könnte weitergehen. Nein, doch nicht. Technische Timeout. Geht doch weiter. Ein Airball durch die Nummer, keine Ahnung. Aber die Schiedsrichter Martin Will und Erkan Aydin. Wer von wem wer ist, keine Ahnung.
Raum mit einem wunderbaren Korb zum Ausgleich. Nummer 8, Lukas Raphael Edler mit dem. Er bekommt Freiwürfe. Wer gefoult hat, keine Ahnung. Schauen wir mal. Die Nummer 11, wer auch immer das ist. Neudecker. Nummer 8 griff den ersten. Normalerweise wirft er nur einen von 4 rein. Aber heute griff er. Beide. Die Nummer 9 hat das Foul bekommen, laut Anzeigetafel. Aber die Adams. Und Pedro mit dem End One. 14-14. Foul gegen die Nummer 15, Nick Amon Amundsen, 1,1 Foul pro Spiel. Und der Rebound durch Pedro, Spielaufbau durch Neudecker, der nun zum Korb geht, aber auf Raum passen will. Foul Miguel. Miguel 8,0 Punkte pro Spiel. Freiwurfquote 30%. Miguel. Einmal Beirut an der Linie. Und zwar Dilhen Nathanael Durant. 33,3%. Wirft er normalerweise. Heute hat er 1 von 2. Miguel mit den Greier zur Führung. Wie viel Greier er wirft, keine Ahnung. Die Statistik habe ich mir nicht ausgegruppt. Spielaufbau nun Dilhen Nathanael Durant, 1,6 Punkte pro Spiel. Nun an der Greierlinie. Und ein Airball. Normalerweise wirft er nämlich überhaupt keinen Greier, weil er noch keinen getroffen hat. Oder nennen wir es mal so, er hat noch keinen getroffen, vielleicht wirft er nur Airballs. Nun macht er gleich das Foul. Vierter Teamfoul, erstes persönliches Foul. Genau sein Schnitt, 1,0 Fouls pro Spiel. Scheiß Kamera. War nur ein Fehlpass von Miguel. Mo Schmidt mit der Nummer 8 und reingekommen bei der DOK. Und der Mitteldistanzwurf von der Nummer 6. Nicolas Oliver Gens zum Ausgleich. Schöner Pass auf Adams, aber er verlegt. Oder es war nur ein Pass auf Neudecker. Schrittfehler irgendeiner, ich habe nicht hingeschaut.
Schnittfehler, oder? Ja, der Offensiv-Rebound, den holen die Bayreuther halt. Neudecker für Grey. Daneben. Und wieder in die andere Richtung durch die Nummer 6, der aber eindeutig auf der Linie steht und verwirft. Vielleicht nochmal. Nein. Aber nun Miguel Hohmann. Hoffmann, Hohmann. Keine Ahnung. Wunderbar gelegt von Christopher Neudecker. Und auf der anderen Seite Einwurf Bayreuth. Wo übrigens Derek Kehler an der Seitenlinie steht. Foul gegen die Nummer 9, glaube ich. Warum auch immer. Angeblich gehalten. Sechster Teamfoul. Deswegen Freiwürfe Bayreuth. Bayreuth, 9. der Regionalliga Südost. DOK, 5. glaube ich, Bayernliga. An der Freiwurflinie einer der 2 von Grey grifft. Heute beide. André Keller, nun reingekommen für Bayreuth. Hieß nicht mal ein Cobra 11. Schauspieler auch Keller oder André? Pedro mit den Punkten zum 21-21. Elf Sekunden noch auf der Uhr. 9, 8, 7, 6, der Greier. Daneben. Grey, 2, 1, Mo Schmidt mit dem Airball. Damit endet das erste Viertel ausgeglichen. Einwurf hat DOK, da Bayreuth den Sprungball gewonnen hat.
leider verworfen durch Christoph Stuber. Ball vorgelegt durch die Nummer 8 von Beide, Lukas Raphael Edler, der nun gefoult wird, aber der hintere Schiedsrichter pfeift, obwohl der andere genau daneben steht und gar nichts macht. Ja. Er pfeift von hinten, er schaut durch den Mann durch. Oder auf Geräusch, auch möglich. Zweite Foul unter Nummer 13, DJK. An der Freiwurflinie nun die Nummer 8. Einen von 4 eigentlich, aber heute griff er. Beide. Damit geht Bayreuth wieder in Führung. Mo Schmidt nun am Ball. Der Bruder vom U14 deutschen Meister Manuel Schmidt. Mit dem Greier und daneben. Rebound bei Bayreuth. Und nun wieder Edler, der das Spiel führen will, aber der schnelle Greier durch André Keller, der leider daneben geht, der hier eigentlich Stuber fault, nur gepfiffen wird nichts. Hohmann trifft, aber leider kein Greier. Ausgleich. Bayreuth heute übrigens ohne die beiden Topscorer angereist. Tari Donald Schempert mit 15,0 Punkten pro Spiel ist daheim geblieben in Bayreuth. Und Tim Christian Brauner auch. Mo Schmidt mit der nächsten vergebenen Greier. Neudecker und Riedstri kommen gleich wieder. Schrittfehler aber und faul. Foul gegen Nicolas Oliver Gens. 2,2 Fouls pro Spiel. Erste Foul. Von ihm hat er noch ein paar. Mo Schmidt wieder auf der Bank. Und Christoph Stuber auch. Nun das Clemens-Lüb-Einwurfsystem. Mal schauen, ob das klappt. Nein. Aber der Ball kommt auf jeden Fall rein. Auf Hohmann. Ritzli. Hohmann. Neudecker. Neudecker. Trifft. Und der Greier durch Nicolas Oliver Gens wirft normalerweise 27,8 von der Greierlinie. Edler versucht wieder den Ball fortzukragen, den Pass auf die 14, beinahe mit Brett gegriffen, aber verworfen durch André Keller. Übrigens beide Teams erst mit einem Team voll in dem Viertel. Schrittfehler durch Raum eigentlich, aber nicht gegeben. Neudecker daneben.
Keine Ahnung, was passiert ist. Mein Handy hat mich genervt. Auf jeden Fall Einwurf D&K. Wo nun Burger reingekommen ist. Für Raum wahrscheinlich. Edler mit dem nächsten Greier für Bayreuth. 31,25 für Bayreuth im Moment. Homer mit der Antwort? Nein, der ging daneben. Der nächste Greier? Nein. Und der Rebound aber bei Bayreuth mit der Nummer 8, Edler Jungbauer, ehemaliger Baunacher. Bayreuth wirft wohl irgendwie nur noch Greier. Defensiv voll. Timeout von Bayreuth, obwohl sie führen. Wollen wir mal ein Bild bisschen rummalen. Wird mir mal die Technik hier alle zeigen, was wir können. Es geht weiter mit Einwurf D&K, noch keine Teamfouls. Burger mit dem Hakenwurf zur Dreierlinie. Hat er die Orientierung verloren und den Korb verwechselt oder was war da los? Auf jeden Fall kam der Ball an, warum auch immer. Adams an der Freiwurf. Burger mit dem Rebound. Ridley verwirft, aber Struber mit dem Ball, mit dem Rebound. Neudecker trifft. Nur noch 4 Punkte Unterschied. Der Regionalliga-Aufsteiger gegen den Regionalliga-Absteiger der letzten Saison. Wieder Edler mit dem Ballvorgrag auf Jungbauer, Edler auf die Nummer 6, Gens, der verwirft. Oh. Burger auf dem Boden auf Ridley, der ist grün. Nur noch minus 1 auf der Anzeigetafel.
Bayreuth mit dem Einwurf. Nummer 11, Riesner. Auf 8, den Greier verweigert. Aber die Punkte. Anderer Korb. Wieder nur noch einer Unterschied. Auf die 8, der gerne von vorne wirft, aber auch gerne verwirft. Oh, der Monsterblock durch Riedsli. Der nun gleich einen Greier nimmt und verwirft, aber der Rebound von Stuber. Mit dem Greier und drin. Führung DJK. Ridley auf dem Boden, aber spiegelt weiter. Noch 8 Sekunden auf der 24 Sekundenuhr. Auf die 8, auf die 15. Und Jungbauer mit dem von der alten Greierlinie. Offensiv-Rebound von irgendein. Noch knapp eine Minute. Adams mit den nächsten Punkten für die DOK, warum die Uhr nun angehalten wird. Das weiß wohl auch nur Andi Fischer am Kampfgericht. Noch 5, 4, 3, 1. Jungbauer mit dem Airball. Halftime. 37, 37. Und die Kamera geht aus.
meine Damen und Herren, dann wieder willkommen hier im Livestream. Nicht viel verpasst, 39:39, 8 Minuten 35 noch. Raum verweigert den Wurf. Aber nun muss er werfen von der ehemaligen Dreierlinie, aber daneben. Der Bayreuth hat weiter den Ball. Mit der Nummer 8, Edler, verwirft, hat auch nur eine 20%ige Dreierquote, einen von 5. Roman Jungbauer, ehemaliger Baunacher, holt den Rebound. Irgendein Pfiff. Aber es gibt nur einen Wurf. Philipp Christoph Johannes, wobei Johannes der Nachname ist, mit dem Korbleger zur Bayreuth-Führung. Homer nun am Ball und verliert ihn. Foul Christoph Stuber. Der erste ging rein. Der zweite auch. Die Nummer 11 hat geworfen. Johannes Riesner. Greif und 4 griffst du immer. Foul gegen Dilhan Nathanael Durant. Ein Foul pro Spiel im Schnitt. Zweite Foul. Einwurf unterm Korb. DJK auf Neudecker. Der auf Raum. Der ihn reinlegt. Jungbauer, alte Baunacher Schule. Foul gegen 9? 9 ist gar nicht auf dem Feld, Foul gegen die 10. 10. Grit ist faul. Adams. Hervorragend geworfen, hervorragend getroffen. Nur noch minus 3. Ritzli mit dem Foul. Zweiter Foul.
an der Freiwurflinie Dylan Nathaniel Durant. 33,3% werft er normalerweise. Obwohl er den verwarf, werft er heute aber mehr. Hohmann auf Ritzli. Hohmann weg. Oh, doch Grin. Hätte ich nicht gedacht. Wieder die Nummer 8, Lukas Raphael Edler, vorher gerade am Ball gewesen. Rebound Ridley, Nummer 5. Der auf Raum, der verlegt. Warum auch immer, aber er verlegt den einfachen Korbleger. Fuß, aber er lässt weiterlaufen, meinetwegen. Und Ridley verlegt auch. Mit den einfachen Korbleger haben die DJK-Spieler wohl nicht. Trifft auch nur einen von fünf, die Nummer 8 von der Dreierlinie. Ah, das war Pech. Der dritte verlegte Korbleger war es ja nicht. Hohmann, daneben. Hohmann mit 8,0 Punkte pro Spiel. Jungbauer mit 8,2. Adams. Ah, fast ein Airball, aber gerade noch den Ring geschliffen. Steht übrigens Ausgleich laut Anzeigetafel. Foulpfiff gegen Raum. Dürfte das dritte Foul sein. Schauen wir mal. Denn auch für Mo Schmidt ausgewechselt wird. Dritter Foul. Timeout DJK wahrscheinlich oder Bayreuth. Das Herrn Greisspiel in Ebermannstadt wurde nun offiziell auf dem 1.3. 18 Uhr Stadthalle Ebermannstadt verlegt. Kam gerade die E-Mail rein. Alter Termin war 19. Januar, 17 Uhr.
Neudecker mit den Ausgleich 48-48. Noch 31 Sekunden auf der Uhr. Christoph Struber will rein. Foul gegen Pedro. Erster Foul. Und noch keine Teamfouls. Jungbauer mit dem Airball-Hakenwurf. Foul gegen Pedro. Nun aber das fünfte Teamfoul, glaube ich. Philipp Christoph Johannes, 3 von 4 trifft er immer von der Freiwurflinie. Heute diesmal beide. Vier, drei und
Nicht viel verpasst, nur ein Foul gegen keine Ahnung. Pedro mit den Ausgleich 52-52. Foul gegen Mo Schmidt. Block durch Adams. Fünf Punkte pro Spiel im Schnitt. Jungbauer geht. Foul gegen Philipp Christoph Johannes. 2,4 Fouls pro Spiel. Erste Foul von ihm. Irgendwie habe ich hier leichte Encoder-Schwierigkeiten. Keine Ahnung, ob der Stream überhaupt noch rausgeht. Airball. Ich habe die Datenrate mal nun komplett auf Minimum. Foul Ridley. Offline, warum? Immer noch offline.
Neudecker. Verlegt den Korbleger, bekommt aber Freiwürfe. Trifft immerhin einen von beiden. Bedeutet, DLK führt wieder mit einem. Ja. Hohmann und Neudecker mit dem Rebound. Auf Raum, der den Offensiv-Foul bekommt. Viertes Foul. Doblinger bei der DOK kommt wieder rein. Bayreuth nur mit Full Court Press. Zumindest einer halben. Edler mit dem Ballvorgrag versucht nun eine Greierseite aufzubauen mit der 11, Riesner, Foul Pedro, fünfter Teamfoul, Freiwürfe. Noch 4 Minuten 40 auf der Uhr. An der Linie die Nummer 11, 75,6% Freiwürfe. Ersten hat er auf jeden Fall mal verworfen. Den zweiten trifft er aber. Hohmann mit dem Ball. Ah. Aber nochmal Einwurf DJK. 4 Sekunden. 4 Sekunden noch auf der 24-Sekunden-Uhr. Adams kommt rein. Pedro raus. Gleich der Wurf. Aber der Offensiv-Rebound durch Hohmann. Wieder auf Neudecker, der Ruhe ins Spiel reinbringt. Hohmann wird gedoppelt, ist doch am Fuß. Hat er gepfiffen. Derek Taylor nun auch auf dem Spielfeld.
Airball durch Gens. Aber der Ball bleibt bei Bayreuth. Edler nun wieder am Ball auf die Nummer 6, Gens. War der nicht auf dem Boden? Aber Einwurf DJK, Ridley für Stuber. Und Bayreuth hat auch gewechselt, die Nummer 11 geht auf jeden Fall raus. Die Kamera auch, geht auch aus. Adams. Aus. Norbert Ridley wieder im Ball vorkrag, aber verliert den Ball. Kein Foul? Doch ein Foul. Hat aber lang gebraucht zum Pfeifen. Die Nummer 8 liegt auf dem Boden, Lukas Raphael Edler. Glaube ich auf jeden Fall. Raum kommt für Doblinger. Er humpelt auf jeden Fall wieder. Chrissy Ho will wissen, wie lang noch? 2 Minuten 28. Bitte. Und Freiwürfe durch die Nummer 11.
Die Nummer 11 nun wieder am Ball, Johannes Riesner auf Jungbauer, den alten Baunach, aber verlegt. Vielleicht kennt er die Körbe doch nicht mehr. Hat er nur Regionalliga hier gespielt? Keine Pro B. Der Fehlpass. Raum fängt den Ball irgendwie ab. Neudecker Adams. Verlegt aber Raum doch nicht. Die Nummer 12, Philipp Christoph Johannes mit dem Rebound. Noch eine Minute 11 gleich. Auf der Uhr. Der ist weg. Rebound Hohmann. Ah, der Ball war im Aus. Einwurf. DJK. Hervorragender Pfiff, aber keine Ahnung, warum DJK Einwurf. Timeout Derek Taylor. Nein, Timeout DJK. Oh, Kamera wieder aus. Machen wir schnell wieder an. Noch eine Minute vier auf der Uhr. DJK mit Teamfaust. Während Bayreuth gerade mal Grei hat. Hier muss der Ball rein. Klein Pfeil, vielleicht erkennt das auch die Spieler. Aber nicht in den Gegenkorb. So. Vorne Einwurf, weil Timeout war. Hohmann mit dem Ball an der Dreierlinie auf Neudecker, Struber. Ah, weg. 47 Sekunden. Foul gegen Struber. Freiwürfer Dylan Nathanael Durant. 33,3% wirft er. Ersten verwirft er auf jeden Fall. Eine Timer dürfte Clemens noch haben. Wobei, ob er die gleich nehmen soll, keine Ahnung. Den grifft er. 34 Sekunden noch. Neudecker mit dem Ballvorgrag auf Riedli. Und er macht ihn! Timeout Derek Taylor. Er macht ihn rein. Ohne Brettberührung, ohne Ringberührung. Damit 25 Sekunden. Einwurf vorne wegen Timeout Derek Taylor. In der Hälfte von Bamberg. Und schauen wir mal. Der Herr Ho könnte ja per Skype sich mal melden. Dann können wir ein Interview mit ihm machen. Oder führen. Thank you.
Kamera können wir gleich nach rechts drehen, weil ja vorne Einwurf ist. Neudecker, Struber, Hohmann, Ridley und Raum. Die Tribüne ist nicht ausgefahren, wir kommen nicht runter. Das ist das Problem. Auf dem Feld, oder kommt doch Adams? Er schaut wahrscheinlich, wer bei Bayreuth reinkommt. Auf einmal Gens. Die Nummer 11 wirft ein, Johannes Riesner. Auf Dilhelm Durant, verteidigt von Neudecker. 18 Sekunden noch. Und das Foul. Foulpfiff. An die Freiwurflinie geht Dylan Nathanael Durant. 33,3% wirft er. Vorher hat er einen verworfen. Und der ist drinnen. Aber der ist daneben und der Rebound bei Bayreuth. Nun müssen die faulen. Fünftes Foulraum. Adams kommt. Elf Sekunden noch auf der Uhr. Ah, der ist weg. An der Freiwurflinie Nick Amundsen. 2 von 3 Freiwürfe. Der ist weg. Der Rebound bei Ridley. 8. Und das Foul. Aber es gibt noch keine Freiwürfe, weil es keine Teamfouls gibt. Allerdings könnte er Clemens nun Timeout nehmen und dann hat man vorne Einwurf. 7 Sekunden noch auf der Uhr. Vorne Einwurf, können wir die Kamera gleich nach links drehen. Einwurf DJK. Ah! Fault! 3 Sekunden noch auf der Uhr. Freiwürfe für Dylan Nathanael Durant, der nun dauerhaft an die Linie kommt. Er verwirft, aber es sind nur noch 3 Sekunden auf der Uhr.
Den Griff, Sir. Clemens hat noch eine Timeout. Mal schauen, wer diesmal den Einwurf tätigt. Aber Struber darf wieder an die Einwurfmarkierung. Oder doch, er darf bleiben. Der Ball auf Hohmann. Der nimmt den Greier, der aber nicht griff. Und damit scheiden die ersten Herren als letztes DOK-Herren-Team auch aus dem Pokalwettbewerb aus. Unnötig. Meine Antenne noch? Ja, ich brauche den Moment nicht. Oh, ich kann leider gar nicht in Skype reingehen. Tut mir leid. Damit kann man auch kein Zuschauerfazit ziehen. Aber eine unnötige Niederlage, würde ich mal sagen, wäre Märkling gewesen. Und ich baue nun ab und gehe nach Hause. Wenn du halt mal wieder zum Herrn Greikrening kommst, kannst du die Antenne ja mal mitbringen, Herr Ho. Mir ist es egal. Solange keine Wolke die Satellitenschüssel bedeckt, also keine Gewitterwolke, habe ich immer Empfang daheim. Geht eigentlich dein Kabelempfang wieder, weil am Mittwoch läuft Bamberg auf TV Oberfranken und das bekommst du nicht über Antenne rein. Aber ich baue nun ab, deswegen schreib mir bitte in Facebook oder irgendwie, wo auch immer. Und auch auf Wiederhören alle anderen Zuhörer. Damit gibt es diese Saison DOK-Pokal-Livestream nach Greimer Kreispokal und einmal Bayern-Pokal. Nun hat er getroffen. Vielleicht noch Clemens beobachten beim Bälle aufräumen. Kabelempfang geht wieder. Dann wechsel am besten auf Satellit. Nein, du warst nicht mein Einziger. Als Info. Nur am Ende warst du der Einzige. Die anderen haben es wahrscheinlich schon aufgegeben gehabt.